So, Türchen Nummer 5. Streng bewacht hier unten. Ganz streng bewacht. Ja, sie hat immer ein Auge drauf. Ne? Weiß Bescheid? Ja, so. Hier geht's weiter. Türchen Nummer 5. Ganz kurz am Rande, ich hatte schon bestimmt 4, 5 Wochen her, einen Brief geschrieben an eine Politikerin von der CDU hier bei uns aus der Stadt. Hatte ich letztes Jahr ja auch schon gemacht, habe ich keine Antwort zugekriegt. Habe ich dieses Jahr wieder gemacht an die Frau Gitta Connemann von der CDU, sitzt auch im Bundestag. Habe die ganze Thematik Feuerwerk auf den Tisch gebracht und alles belegt, dass das alles Schwachsinn ist und habe auch eine Antwort von ihr gekriegt gestern. Zwei DIN A4 Seiten. Sie sagt, sie hat keine Entscheidungsgewalt oder beziehungsweise sie entscheidet das nicht mit, da hat sie keinen Einfluss drauf. Ist aber auch mehr oder weniger gegen ein generelles Verbot. Man muss immer auf die Krankenhauslage gucken. Das ist aber das Gerede von allen Politikern. Ja, die schieben es alle auf die Krankenhäuser, auf die Leute, die in den Krankenhäusern liegen und auf die Unfallgefahr, bla bla bla. Die Politiker checken einfach nicht, dass durch das normale Silvesterfeuerwerk so gut wie keine Unfälle passieren. Das passiert nur in Verbindung mit Alkohol oder illegaler Pyrotechnik. Die wenigsten Unfälle sind auf das in Deutschland geprüfte und verkaufte Feuerwerk zurückzuführen. Sie meint auch, wie gesagt, sie ist gegen, findet ein generelles Verkaufsverbot auch nicht gerechtfertigt und sagte auch, ist natürlich jetzt wieder ihre Worte, ein gefundenes Fressen für die Grünen, womit sie auch recht hat. Aber viel mehr stand da dann in dem Brief auch nicht drin. Sie hat sehr ausführlich geschrieben, aber wenn ich das jetzt alles vorlese, dann geht das Video 10 Minuten und das soll es ja nicht. Nur im kurz am Rande, ich habe wie gesagt eine Antwort von der Politikerin, kommt hier aus Leer, wohnt auch hier, Wohnsitz hier in Leer, ist aber Mitglied im Deutschen Bundestag und ist Mitglied der CDU. Ja, und wie gesagt, ist gegen ein generelles Feuerwerksverbot, ist auch so, wie es im Brief rauszulesen war, nicht so wirklich Fan der Grünen. Und hat das Ganze dann aber auf die Corona-Pandemie und auf die Krankenhauslage geschoben. Aber wie gesagt, das checken die Politiker einfach nicht. Aber Firma Röder sagt, ist sich sicher, zu 75% sicher, dass das Verkaufsverbot wieder gekippt wird. Ich bin mir da auch ziemlich sicher und es ist noch lange, lange hin. Also von daher schön ruhig bleiben. Und jetzt kommen wir endlich zum Türchen Nummer 5. Ich habe es schon gesehen. Hier hinten steht's. Und dann gehen wir wieder wie jeden Tag ups, aufs Sofa und checken mal, was drin ist. Klingt gut. Es sind auf jeden Fall einige Artikel drin. Hoppala. Und da ist es, da kommt es raus. Und was haben wir? Was ist da doch noch? Ja, meine Güte, gibt's das denn? Irgendwas ist doch da noch in der Tüte drin, was nicht raus will. Da ist es doch. So, jetzt haben wir alles draußen. Jo, wir haben 6 Artikel. Wieder mal einen Rauchball von Nico, diesmal in Gelb. Gibt wieder eine schöne Farbspur. Dann haben wir wieder einen Crackling-Bit von Weco. Wir haben, ich sage ja, der wird sich in einigen Türchen verstecken, einen Ground Bloom Flower von Brokhoff. Wir haben einen Bodenwirbelrot-Grün von Nico. Ach, das ist dieser Vroom oder wie das Ding heißt. Irgendwie eine Umlabelung, keine Ahnung. Kleine Biene. Wir haben noch eine Biene von Weco, müsste das sein, denke ich mal. Ja, von Weco, tolle Biene müsste das sein. Genau, Weco, tolle Biene. Eine. Und wir haben eine Knallziehschnur. Schon leicht eingeknickt hier in der Mitte, aber ich denke mal, sie sollte trotzdem funktionieren.
Ja, schöne 6 Artikel und da gehen wir jetzt raus und zünden. So, draußen bei der Zündung, endlich bei besserem Wetter, endlich auf der Terrasse, 1 Grad, wunderbar, was gibt's Besseres? Ja, hier liegen schon 2 abgebrannte Sachen. Ich habe gerade schon mal angefangen, das Video zu filmen und dann irgendwie hatte die SD-Karte einen Fehler, warum auch immer. Also, jetzt nochmal von vorne. Wir fangen an mit dem Bodenwirbel von Nico. Vroom oder wie das Ding heißt. Upsala. Und den stellen wir hin. Und dann mal gucken, ob er sich dreht. Nö, nicht wirklich. Schade. Dann machen wir die tolle Biene gleich hinterher. Vielleicht dreht die sich ja. Oder geht gar nicht erst an. Oh, ist doch nicht normal. Also heute ist echt der Wurm drin. Schade. Ja, die tolle Biene will nicht. Leider habe ich davon noch keine mehr. Naja, dann machen wir den Ground Bloom Flower. Vielleicht will die ja dann. Ach, der hatte Power. Wunderbar. So, dann machen wir den jetzt den schönen Nico Rauchball. Und dann mache ich das Licht auch mal gleich ein bisschen heller. Dass man auch ein bisschen was von dem Rauch sieht. Schöner gelber Rauch. Ja, für Klasse 1 wunderbar. Wie gesagt, die von Nico immer noch die besten. Von Weco eher nicht so gut. Dann haben wir noch die Knallziehschnur. Ich hoffe, das kriegen wir jetzt wieder so hin wie beim letzten Mal. 1, 2, zack. Hat auch geklappt. Und als letztes den Crackling Bit von Weco. Jetzt habe ich was im Feuerzeug. Egal. Licht machen wir aus. Geiler Artikel. Ich finde die Dinger mega geil. Ja, das war Türchen Nummer 5. Und dann würde ich sagen, morgen zum Türchen Nummer 6 sollte was etwas Größeres drin sein zum Nikolaus. Lasst euch überraschen. Bis morgen!